Sehr gut, da kommen noch ein paar Bretter hin. Das ist schon mal gut. Haben wir schon Platz für eine Kühlerei oben? Jo, haben wir jetzt sogar. Schön. Ach, hier oben ist doch Gold. Okay, hatte ich das... Habe ich das jetzt einfach nur falsch im Hinterkopf gehabt, oder? Okay, das wundert mich gerade, also... Hätte schwören können, beim letzten Mal haben wir es nicht gefunden, aber gut. Ist dann halt so. So, die Eisenschmelze steht, auch wenn sie kein Material hat zum Verwursten. Kommt halt, ihr könnt doch hier schon mal ein bisschen was hinbringen am Material, oder? Dann hätten wir da die Bretter nicht. Da könntet ihr auch schon was hinbringen. Na, was doch hier oben mehr? Guck mal bitte da oben. Ich will nur, dass die Mine vernünftig platziert wird. Wir können hier einfach so positionieren, da müssen wir eigentlich schon das meiste mitnehmen können. Ja, komm, das machen wir jetzt einfach mal, dass wir mal da in die Pötte kommen. Ja, sehr schön. Sollten wir viel mitgenommen haben, aber ich will doch mal hier hinten nochmal gucken, um wegen des Goldes. Was da Phase ist. So, sehr schön, das zweite Sägewerk wird gebaut. War vielleicht doch nur dieses kleine Pupskorn an Gold. So, wir bräuchten jetzt auf jeden Fall bald mal Platz für die Werkzeugschmiede. Liebe Holzfäller, kloppt einiges raus. Oder wisst ihr was, wir machen die jetzt einfach hier unten in Pfeif drauf. Ja, ich weiß, eine Säge fehlt. So, wie viel... Ja, ein bisschen Puffer haben wir noch, aber wir müssen gucken, dass wir bald ein weiteres Wohnhaus bauen. Aber ich würde gerne noch ein bisschen die Grenzen erweitern. So, wisst ihr was? Holt euch doch mal hier unten das. Den Berg haben wir ja jetzt. Jetzt krallt euch mal bitte da unten das Gebiet. Damit wir da unsere Forstwirtschaft weiter ausbauen können. So, wir sorgen schon mal für die Waffenschmiede und die Kaserne. Einfach, dass wir die Gebäude schon mal haben. Wir müssen kurz die Kohle gleich verteilen, sonst wird das gleich wieder nichts mit der Werkzeugschmiede. Sobald sie denn mal steht irgendwann. Ein bisschen brauchen wir noch. Aber sie wird gleich stehen. So, 20 Minuten, bis wir auf die Fresse kriegen, wenn es so läuft wie letztes Mal.
Ich wollte jetzt erst gerade noch, habt ihr ja gesehen, ich wollte erst noch ein Weingut platzieren, aber ich glaube, ich mache erstmal ein großes Wohnhaus, dass wir erstmal Soldaten kriegen, weil Mana bringt mir nichts. Zumindest noch nicht. Ich meine, klar, Upgrades wären schön, gar keine Frage, aber wir brauchen erstmal Manpower, sonst verzetteln wir uns hier. Und du kannst schon mal direkt weg. Stimmt, wir wollten dich ja sowieso abreißen. So, das erste Eisen kommt da schon, sehr schön. Ach stimmt, wir brauchten gar keine weitere Spitzhacke, weil wir ja hier noch einen Bergmann rumlaufen hatten. Sehr schön. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich schon direkt eine zweite Erzmine machen will und eine zweite Eisenschmelze, aber bringt nichts. Wir müssen erstmal den Kreislauf als solchen in Gang kriegen. Vorher bringt es gar nichts, den irgendwie auszubauen. So, du mein lieber Eisenerry, wirst jetzt einmal ein Stück Kohle produzieren. Ein Stück Kohle, ein Stück Eisen produzieren und dann stoppen wir deine Produktion, damit das nächste Stück Kohle an den Werkzeugschmied geht. Denn der muss ja schließlich noch ein bisschen was für uns machen, ne? So. So, die Waffenschmiede steht auch schon. Das finde ich super. Aber wir lassen die ganz kurz, weil das, die Werkzeugschmiede ist jetzt erstmal wichtiger. Dass die mit einem Stück Eisen versorgt wird und dann ein Stück Kohle erhält. Damit wir unser zweites Sägewerk in Gang kriegen. Danach brauchen wir auf jeden Fall Äxte und Sägen. Äxte und Sägen und nochmal Äxte und Sägen. So, Eisen hat er schon mal ein Stück, das ist schon mal gut. Dann kommt gleich hier das Stück Kohle und dann haben wir unser zweites Sägewerk am Laufen. Das beruhigt mich schon mal ein wenig. So, die Kaserne steht auch schon, das ist auch schon mal gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir noch einige Holzfäller, ein paar Förster kommen natürlich auch noch dazu. Und noch ein paar Sägewerke und zwei, drei Köhlereien bauen. So. Bleibt spannend auf jeden Fall. So, er legt los, sehr schön. Und das willst du auch gerne weitermachen. So, und sobald du fertig bist, machen wir dann noch ein paar Äxte fertig. So. Dann haben wir mal hier einen Holzfäller hin. Da ein Holzfäller und hier ein Förster. In der Hoffnung, dass es so alles funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Und dann müssen wir auch bald wieder gucken, dass wir ein Wohnhaus bauen.
hab's ja gerade schon gesagt, aber... Ändert nichts, wir brauchen es halt. So, jetzt wird hier erstmal wieder wie immer fleißigst gebuddelt. So, der Eisenbarren steht schon, das ist gut. Wir machen da direkt mal neben schon mal das Wohnhaus. Ach, sehr schön, dann bringst du zur Werkzeugschmiede. Perfekt. Heißt, haben wir gleich schon mal den nächsten Holzfäller. So, hier stoppen wir die Baustelle. Ich will es nur schon mal platziert haben. Du seid doch mal so gut und fäll mal lieber da oben ein paar Bäume. Ja, eine Axt, aber die wird gerade erstellt, ihr Lieben. Zack, da ist das Ding. So, schnappt er sich und ab dafür. So, ich hoffe, der Holzfäller, der wird schon mal gleich gut helfen in Sachen Produktionsfluss, weil wir sehen, die Sägewerke sind nicht ausgelastet. Es kommt nicht genug Holz ran. Wir brauchen halt 2 Holzfäller pro Sägewerk. Wir haben aktuell hier nur 3 gehabt. Jetzt ist hier der 4. Das wird sich dann einigermaßen hoffentlich die Waage halten. Mit dem 5. wird es auf jeden Fall laufen. Und dann können wir gucken, dass wir schon bald das nächste Sägewerk positionieren. Leute, ich habe ein bisschen Muffensausen, weil... Wenn ich auf die Uhr gucke, ich spiele diese Mission schon seit 28 Minuten knapp. Und ja, der nächste Angriff wird kommen, befürchte ich. Also was heißt der nächste? Der erste, aber der wird ja schon schlimm genug sein. Ich wünschte, es wäre der letzte. Aber so viel Glück werde ich nicht haben. Haben wir dafür eine Axt? Warum kriege ich jetzt keine Meldung, dass eine Axt fehlt? Interessant. Gut, ist dann halt so. Perfekt, da passt jetzt noch ein Sägewerk hin. So. So, ich muss gleich meine Expansion stoppen. Was meine ich damit? Folgender Gedankengang, der sich gerade in meinem Kopf zusammenspinnt. Wir haben ja hier noch eine 2. Kühlerei und hier noch ein Sägewerk. Ich weiß, dass 3 Sägewerke nicht unbedingt optimal sind, um 2 Kühlereien zu versorgen, sondern eher zu wenig. Das ist mir klar, aber ich will die 2. Kühlerei haben, damit die Waffenproduktion starten kann. Und wir weiter Eisenbarren natürlich produzieren. Und dann baue ich halt erstmal keine Gebäude, sondern baue erstmal meine Armee auf, dass ich da einfach mal Feuerkraft reinkriege. Das ist jetzt erstmal so der Plan, den ich grob im Kopf habe. Ich hoffe, die Zeit reicht dafür. Das weiß man natürlich erst immer hinterher. Blöd ist, ich muss natürlich noch weitere Wohngebäude bauen, dass ich auch genug Leute kriege, die ich zu Soldaten entsprechend machen kann. So, das Wohnhaus hat schon mal genug Rohstoffe, das ist sehr gut. Ja, wobei wir warten mit der Kühlerei erst, bis das Sägewerk steht.